Einen schönen guten Abend. Wir machen jetzt gleich einen kleinen Test. Und zwar geht es hier um das Originalmikrofon, featuring dem ICOM SM20 Standmikrofon mit Vorverstärker. So, genau. Ich habe da keinen Fahrrad, ja, genau. Das ist hier bei mir auf dem Bildschirm zu sehen. Bin unschuldig. Okay, ganz kurz für die Leute in YouTube und auch bei unserem Funkforum. Statt Sie haben Post, haben wir halt dieses drauf. Also da soll er, denke ich, da sein fahren. So, jetzt haben wir hier das SM20 dran. Das SM20 von ICOM ist also ein Standverstärkermikrofon, wie der Name schon sagt, mit Vorverstärker. Wunderbar, 567, wo ist meine Watt geblieben? Das ist der kleine wunderbare Unterschied. Den merkst du eindeutig, den Unterschied. Wunderbar. Ja. Kurz und bündig, man hat es ja gehört, der Unterschied zwischen dem Originalmikrofon und dem Standmikrofon ist also gewaltig. Das ist eine satte Modulation, du wirst ja gleich dann hören, ich blende mir jetzt nochmal ein bisschen mehr auf. Vorsichtig, richtig. Ja, ich bin schon froh, dass ich den Schritt getan habe. Genau. Weil ich habe mein Fick auch hier in der Hand. Oder nicht schlecht. Nur dauert es anhalten, das ist halt auch blöd. Bleib bei dem Verstärkermikrofon, klingt besser, glaub mir das. Du kannst ja auch mal jetzt einen Test machen, du kannst ja mal kleinste Leistung fahren. Und dann kannst du ja, während du sprichst, so, bei den Tests ist es folgendermaßen, Minimum sind es 10 Watt Sendeleistung, maximal 100 Watt Sendeleistung und das ist ein Unterschied, ja, gewaltig, von S6 Radio 3 bis auf Santiago 9 plus 20 Radio volle 5 UKW. Ja, wenn ihr mal bei uns in der Nähe seid, im Rhein-Main-Gebiet oder in Darmstadt, könnt ihr euch ja mal melden bei uns auf unserem HK, Kanal 35, FM auf 11 Meter oder und auf 2 Meter, Kanal 5, Freenet. Würde uns freuen, wenn ihr euch mal meldet. Alla, bis dann, ich wünsche euch was schönes Wochenende. Ciao!